Ja, ich denke, als erstes muss man sagen, Gott hilft nicht. Frieder Wolf, ich bin Honorarprofessor an der Freien Universität und lehre dort Philosophie und bin 75 Jahre alt. Also für mich ist Humanismus überhaupt nicht erstmal eine Theorie, sondern erstmal humane Praxis. Erstmal eintreten für die Erniedrigten. Eine helfende Hand, das ist schon Humanismus. Ich wünsche dem Humanismus, dass er erstens weiblicher wird, zweitens jugendlicher und drittens politisch engagierter. Einem Kind würde ich das einfach so erklären, dass ich sage, du möchtest doch, dass man dich ernst nimmt und auf deine Wünsche eingeht. Und ich denke, das ist völlig normal, dass die anderen das auch möchten. Fertig.